Du willst dir ein Imperium als LKW-Fahrer in 5M aufbauen? Dann bist du in diesem Video auf jeden Fall richtig. Denn ich werde dir jetzt zeigen, wie du ein LKW-Fahrer in 5M werden kannst. Du kannst eine eigene Firma aufbauen, Jobs von anderen Spielern erledigen und eigene Mitarbeiter einstellen. Und das Ganze ist sogar sehr einfach. Denn als allererstes solltest du auf Paul Berger Roleplay spielen. Wie das funktioniert, habe ich bereits in einem Video erklärt. Ich werde es in die Videobeschreibung packen. Wenn du das geschafft hast und auf Paul Berger Roleplay spielst, dann gehst du zur Postleitzahl 10.117 hier unten am Hafen und gehst in dieses Gebäude hinein. Dort findest du einen Computer, wo du einfach E drücken kannst. Und in der Übersicht siehst du, wie viel Geld du gerade besitzt in deinem Unternehmen, wie viel du eingenommen hast, wie viele Lieferungen du erledigt hast und so weiter. Und um jetzt LKW zu fahren, gehst du links auf schnelle Jobs und dort findest du einige Jobs. Das sind Jobs vom Server. Es gibt aber auch Jobs von anderen Spielern. So wie hier oben eine Kraftstofflieferung fürs LSPD. Hier könnte ich jetzt den Job starten. Dann sehe ich schon auf der Karte, ist mein LKW und mein Anhänger markiert. Dort steige ich einfach ein. Häng den Anhänger ran und dann sehe ich schon auf meiner Karte, 4,8 Kilometer muss ich fahren. Und dort kann ich die Lieferung dann abgeben. Jetzt muss ich hier nur noch rückwärts irgendwie reinfahren. Aber Leute, ich bin Profi, ich fahre schon richtig lange LKW. Hier kann ich richtig easy einfach mich hier rein manövrieren. So. Und dann kann ich hier auch schon das Ganze abgeben. Boom. So sieht's aus. Jetzt bringe ich mein LKW nur noch zurück, wo ich ihn hergeholt habe. Und dann erhalte ich, boom, mein Geld. 10.000 Dollar habe ich bekommen, keinen Schaden und so weiter. Und dadurch, dass ich einen Auftrag erledigt habe, habe ich EXP bekommen, also Erfahrungspunkte. Und mit diesen Erfahrungspunkten kann ich dann unter anderem meine Fähigkeiten aufleveln. Das bedeutet zum Beispiel bei der Distanz bekomme ich dann Jobs, die weitere Entfernung haben und somit auch mehr Geld geben. Wertvolle Fracht, zum Beispiel Juwelierlieferungen oder sogar hier ADR. Das sind nämlich gefährliche Frachten oder sogar illegale Sachen. Könnte ich hier auch aufleveln. Des Weiteren kann ich eine Party mit bis zu 5 weiteren Spielern erstellen und wir können zusammen LKW fahren und mehr Geld verdienen oder im Autohaus einen neuen LKW kaufen. Das und vieles mehr bekommt ihr beim aktuellen LKW-Update auf Paul Berger Roleplay. Also seid schlau, kommt jetzt auf den Server und fahrt eine Runde LKW. Viel Spaß dabei und allzeit gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Ciao.